bringen Sie jetzt die Leute schon zum Sterben zu uns? Also so langweilig ist unser Programm doch jetzt auch wirklich nicht. Was soll denn das? Kennt sich doch mal eben um diesen Herrn hier kümmern. Schwester? Wir kommen. Das ist ein blöder Mann. Hast du einen Antrag da drin, Jesus, bis wir die alle verarztet haben? Oh. Jesus, nein. Oh. Oh nein, du möchtest nicht so viel essen, nicht, dass du noch weißt, dann wenn wir noch einen Einlauf machen, gell? Ja, gib noch mal einen Einlauf. Hilfe! In der Baslerstraße 3, im Dachgeschoss, ganz oben, da haben wir unsere Notfallstube. Vor 4 Wochen war Eröffnung dort. Bis jetzt war freiwillig kein Patient vor Ort. Aber wir haben geduldig gewartet und nicht aufgehört mit Hoffen. Und heute ist der Erste bei uns reingelaufen. Er hat zwar gesagt, er kommt wegen Strom und Gas, aber wir haben gefunden, er ist schon blass. Und er ist auch nicht so richtig gut auf den Füßen, obwohl er fit ist. Er hat gesagt, er isst ganz viel Gemüse. Na, will der Kerl wieder gehen, dann fällt mir ganz unverwandt die schwere Eisereingangstür aus der Hand. Und er hat seine Finger dazwischen. Wie der gejodelt hat, das will er nicht wissen. Er macht den Schritt zurück vor lauter Schmerz und geht über meine Beine natürlich rückwärts. Steige aber gerollt ist er immer schneller und bleibt regungslos liegen beim Nachbar seinem Keller. Da denkt man, man ist quietsch, fidel und gesund. So kann sich's ändern in der nächsten Sekunde. Wir drei wie hinterher, aber der Kerl ist ein Bär. Der ist nicht nur lang, nein, der ist auch noch schwer. An der Fies haben wir ihn genommen und die Treppe wieder aufmanövriert. Leider ist an jeder Stufe sein Kopf wegen melediert. Die kleine Platzwund am Kopf haben wir später mit 20 Stich flicken. Hätte er einen Glück, dass es uns gibt? Das Hirn ist Gott sei Dank noch in Ordnung. Was für ein Säge. Für ein männliches Spenderhirn müssen wir heutzutage 1000 Stutz anlegen. 1000 Stutz? Das fuchere Frau kostet schon gerade mal 250. Was jetzt wohl da den Preisunterschied macht? Ist doch klar. Das von einer Frau ist viel benutzt. Das von einem Mann in der Regel original verpackt. Echt? Endlich wieder oben am richtigen Ort. Haben wir den Kerl erstmal richtig versorgt. Der Beibruch links vom... Du willst das wieder nicht sagen, bis zum Schritt? Vom Zehen bis zum Schritt haben wir geflickt mit Gips und Kitt. Da, schaut's mal, da. Dann haben wir gedacht, wenn er jetzt schon mal da ist, kann sie, dass es auch noch anders klemmt, gell? Eine gründliche Inspektion meinerseits hätte dann ergeben, der Kerl kann die nächsten 4 Wochen nicht stehen. Ausschriebe fällt ihm schwer wegen dem Finger in der Türe. Aber mehr drei werde ihn schon zur Genesung führen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, du warst doch vorher 5 Finger dran und nicht nur 4. Kann sie, dass du nur einer klemmt in der Tür? Also langsam mache ich mir auch wenig Sorge um sein Gemüt.
Guck mal, wie der Tori guckt. Dabei sind wir so bemüht. Also ich mehr und die weniger. Also bemüht auf jeden Fall, ja. Ich glaube, der Mann will uns was sagen. Nix du, du stelle mir die Frage. Der hat ja sowas von Glück, dass der bei uns liebenswerte Schwester gelandet ist. Stell dir mal vor, der wäre bei der Helios auf dem Tisch. Die wird ihn aufschneiden von oben bis unten. Aber wir drei haben bis jetzt auch noch alles ohne Messer gefunden. Und wir sind noch nicht fertig mit dem. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der zuckt wie ein Fisch. Und er riecht auch nicht mehr so ganz frisch. Hey Jo, der hat Schiss. Ich tät mich jetzt. Ja, nicht so gucken. Ich tät mich jetzt mal auf meinen Instinkt verlassen und tät ihm einen richtig schönen großen Elauf vom Wasser. Das hilft immer, denn es entgiftet und entschlackt. Nicht, dass sie Kreislauf noch schlapp macht. Ja, was soll ich sagen? Der Bauch ist dick. Der Druck ist groß. Ich würde sagen, in dem Kerl ist der Teufel los. Sag mal, was muss der denn jetzt so komisch da mit dem Fillen zucken? Man kennt gerade mal, er hat es auch im Rücken. Wir lügen mal noch. Was steckt denn da hinten unten? Bäh. Ich glaube, ich habe den fehlenden Finger gefunden. Es geht nichts verloren. Es geht nichts verloren auf der Welt. Die Untersuchung kostet ihn jetzt zwar eine kleine Menge Geld, aber dank unserer Kompetenz ist er jetzt wieder auf die Überlebensgrenze. Was quält ihr mich? Und kümmert euch sogar um Finger in meinem Arm. Po. Ich wüsste Patient, der wäre um eure Fürsorge froh. Denn der Patient wäre als Neimark und ist unsere gequälte Stadt. Und wenn keiner kommt und hilft, dann ist sie bald platt. Stimmt eigentlich, die ist zusammengeflickt von oben bis unten, total verpflastert und voll tiefer Wunden. Leber und Lunge, denen zwei geht's beschissen. Okay, bei dem Schorlekonsum muss ein Leber wahrscheinlich so aussehen müssen. Aber die Lunge, tief schwarz, man müsste gerade meinen, sie wäre von der CDU. Sally, Kurt, ich schau da. Sally. Der Bi ist vom Tabaktourismus in Neuburghof. Und Odre, total verstopft und verdreckt. Und der Müll in der Stadt ruht auch keiner weg. Der Bi hätte ein Herz, das voll Leidenschaft schlägt. Das hätte schon ganz schlimme Sachen wie Kriege und Bürgermeister und Gemeinderäte überlebt. Doch auch der Herzschlag haben sie ihm am schönen Tag geraubt. Ohne Not haben sie den Glockenturm vom Rathaus abgebaut. Ja, und jetzt, wenn sie ihm auch noch einen künstlichen Eingang legen, am Kronenrhein, nicht weit vom Rhein, ein gigantisches Parkhaus, müsste denn der Größe Wahnsinn? Aber eins funktioniert bei ihm super. Das wundert mich schon sehr. Das alte kleine Städtli hat ja noch dermaßen viel Verkehr. Aber aus Erfahrung wissen wir drei ganz genau, zu viel Verkehr macht einen fertig und führt zu Stau. Experte hat an ihm umeinander doktoriert und ihn erst nicht kuriert. Und dort wird auch noch nebenbei die Stadtkasse ruiniert.
Da braucht es keine Experten und auch keinen Masterplan. Hauptsache, man fängt mit der Therapie jetzt einmal an. Unser Patient liegt doch, ehrlich gesagt, 7 Jahre irgendwo zwischen Tod und Leben auf der Bahre. Man behandelt ihn voll Eigennutz, guckt dann ab, was einem selber nutzt. Die Stadt verstopft, weil zu viel Autos fahren. Doch irgendwie kapieren die nie. Langsam aber sicher bringt er unser Städtle hin. Oh, wege Glück, Patient ist tot. Wenn es so langsam wieder rollt, stirbt neue Worte, helle Tod. Oh, wege Glück, Patient ist tot. Wenn es so langsam wieder rollt, stirbt neue Worte, helle Tod. Geschäftsleute aus der Schlüsselstraße machen sich beim Thema Parkplatz fast in die Hose. Man traut sich kaum auf der Straße zu laufen aus Angst, sie fahren sich über den Haufen. Lebenswert die Stadt für Fremde bloß. Doch irgendwie kapieren die nie. Langsam aber sicher kriegt ihr unser Städtle nie. Auf wegen Glück, Patient ist tot. Wenn es so lang so wieder durch, stirbt neue Worte, helle Tod. Und wege Glück, Patient ist tot. Wenn es so lang so wieder durch, stirbt neue Worte, helle Tod. Ganz schön pompös wird auch der Kronerei. Parkhaus und Einfahrt soll vom Allerfeinsten sein. Doch dann hat man überraschend gemerkt, darunter liegt ein Trümmerberg. Jetzt wird's halt teurer, was ist schon dabei? Doch irgendwie